Kumpel. Wow! Der läuft hier einfach rum. Der scheiß T-Rex mit einem Hut auf. Oh Gott. Der greift mich auch an. Oh shit! Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Beim letzten Mal haben wir... Wow. Das Seeland erstmal abgeschlossen. Wir haben einen weiteren Hasen besiegt. Von den Brudals. Komischer Name. Ja, und sind jetzt hier im Frostland. Auch wenn ich nicht weiß, warum das Frostland heißt. Autsch. Das sieht ja nicht wirklich frostig aus. Aber hey. Interessiert dich scheinbar nicht. Viel fasse ich hier rumschwirren. Ich aufpassen und immer schön umsehen, wenn ich noch irgendwas ist. Und nicht ersaufen. Wow, 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 das war knapp. Das war ganz schön knapp. Okay, hoch, 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 hoch. Wow, höher. Und ein weiterer Mond. Unser vierter Unterwassertunnel. Sehr schön. Aber sonst schien hier nichts zu sein. Okay. Zumindest habe ich nichts gesehen. Okay, wir kommen hier wieder raus. Mit der geilen Mucke. Und irgendwie erinnert mich die Musik an ein Anime-Intro. Zumindest dieser Anfang, den wir jetzt gerade nicht gehört haben. Aber dieses... Aber okay, oh, hier sind noch Münzen. Denn... Ein Schild. Was will es uns sagen? Ich weiß es nicht. Rum scheint aber sonst nichts zu sein. So, was will es uns sagen? Rückwärtshalter, so. Gut, habe ich ja gerade eingesetzt. Ich weiß nicht, ob du es nicht gesehen hast, aber... Moment, ist das die Sphinx? Sieht so aus, als ob das der Hintern von diesem Ding ist. Können wir ja so leider nicht zurück. Ich würde aber gern zurück. Würde mich da gerne umschauen. Aber gut, können wir ja. Moment, falscher Knopf. Verdammt. Ich habe hier noch keine Flagge gefunden, aber kann ich hier? Ja. Kann ich! Einfach durch die Wand. Alles klar, Cappy. Alles klar. Sehr schön. Wollen wir uns hier noch umschauen, ne? Habe ich noch gar nicht gemacht. Wäre direkt hier auf den Rand gegangen und dann irgendwie da hinten rüber. Aber ich will mich natürlich auch hier umsehen. Denn hier haben wir auch noch Münzen und alle möglichen Stuff. Ein Baumstumpf. Sieht verdächtig aus. Sieht aber vielleicht auch nur so aus. Was ist das denn? Aha. Schon wieder so ein Hinweisfoto. Wo soll das sein? Sieht aus wie in der Wüste. Also ist das der Typ, gegen den wir ein Rennen gemacht haben? Denn das war der einzige Koopa, den ich dann gesehen habe. Und da beim Gras soll Mond sein. Okay. Muss ich mir später anschauen. Kann ich mir jetzt noch keinen Reim drauf machen? Ja. Kaputt. Und die halten aber viel aus. Brauche ich hier vor was? Ich weiß nicht. Sieht irgendwie alles verdächtig aus. Guck mal da, da kann man sogar hoch. Mit einem Wandsprung, da ist auch was. Oh. Und da ist auch was. Ein Mond, wie es scheint. Ne, eine Münzen. Verdammt. Mein Instinkt hat mich getäuscht. Wie kann das sein? Ich weiß nicht. Oh Gott. Bisschen schräg hier. Aber so geht's besser. Wow. Der Abstand vergrößert sich aber immer mehr. Ich kann hier, glaube ich, gar nicht weiter hoch. Moment. Nee, nicht wirklich. Scheinbar das Maximum. Na gut, wollen wir mal hier rein. Einfach durchrollen. Hier ist wieder so ein Block. Was soll der Scheiß? Wofür bist du da? Tu irgendwas. Kann
kann nicht sein. Irgendwas müssen wir auch damit machen können, aber ich weiß nicht was. Ich weiß absolut nicht was. Das Einzige, was wir können, ist Cappy einsetzen und springen. Stampfattacke habe ich auch schon eingesetzt, oder? Ja. Ist nix. Sieht so aus, wäre da eine Plattform. Nö. Sieht auch nur so aus. Also eine unsichtbare Plattform. Wegen diesem Gras halt irgendwie. Sah das merkwürdig aus. Und hinter dem Wasserfall ist doch bestimmt was versteckt. Nee. Vielleicht auch einfach nicht. So, da ist die Swings. Mit der können wir mal kurz reden, um den Gang hier zu öffnen. Da haben wir auch eine schöne Verbindung. Sei gegrüßt, Reisender. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Bestimmt. Was ist es, das das Ungeheuer in diesem Land begehrt? Wasser, Holz, Blumen, Erde. Blumen. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Dankeschön, Typ. Ist vielleicht auf deinem Kopf noch was? Wahrscheinlich aber so nicht hinzukommen. Moment, vielleicht kann ich da so nachhelfen. Okay, scheint aber wirklich nichts zu sein. Da scheint wirklich nichts zu sein. Boah, hier ist aber viel. Das ist sogar der Hutshop. Jetzt können wir uns mal auf den normalen Weg konzentrieren. Oder auch nicht. Ein Hase. Ich fange mich ab. Haha. Und danke für den Mond. Oh yeah. Hoppeli hopp im Wald. Sehr, sehr schön. Du bist verdächtig. Aha. Ich wusste es doch. So mitten in den Blumen. Ist mal kaputt. Geh kaputt. Okay. Dann halt. Ne? Das gibt's doch nicht. Wie kriege ich dich kaputt, Mann? Das geht nicht. Okay, irgendwas. Irgendwie muss ich den doch zerstören können. Geh in den Stein. Aha. Sehr gut. Rollfels im Wald. Da geht hier ja schon super los mit den Monden. Hier vielleicht noch was übersehen? Nope. Ob ich auch rüber könnte? Ich weiß, da war ich schon, aber... Achso, nee, da ist keine Plattform. Die ist da oben. Ja gut, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Sehr wahrscheinlich nicht. Na gut. Muss ja auch nicht sein. Hey Leute, ich kann mich vor lauter Aufregung nur wie verrückt im Kreis drehen. Okay, wenn du meinst. Ein Handlanger des Ungeheuers stibitzt unsere Blumen unerhört. Ein unidentifiziertes Objekt ist vorbeigeflogen. Oh, was haben wir hier? Können wir ein bisschen abdancen? Ja, schwing die Hufe, Mario. Ich hoffe, ein Bowser am Schreien ist. Gut, scheint aber sonst nichts zu sein, ne? Gut, okay. Ach, da oben sind noch Münzen. Ja, die schnappe ich mir noch, bevor ich in den Laden gehe. Ohne irgendwas. Also, gut, ohne irgendwas stimmt nicht. Wir haben schon 42 Münzen. Ist schon ein bisschen was. Da sind normale Münzen. Ob irgendwas auf den Bäumen ist? Ich sehe jetzt momentan nichts. Na gut. Gehen wir mal in den Shop. Oder ich gucke erstmal... Wie es mit der Liste aussieht. 54. Krass. Und 100 Münzen. Das scheint wieder eine größere Welt zu sein. Finde ich gut, finde ich gut. Ist das der Eingang? Oder, achso, kann ich einfach bei euch kaufen. Ihr seid die Shop-Typis. Achso, hier ist gar kein richtiger Laden, sondern einfach draußen in der freien Natur. Na gut. Ja, ich weiß doch Bescheid, Kumpel. Ich weiß doch Bescheid. Oho. Ein passendes Outfit haben wir hier. Ist das denn okay? Können wir uns auch noch holen? Gut, holen wir uns erstmal das Abenteuer-Outfit. Das passt auch sehr gut hier rein. Und ist auch nicht so teuer. Von daher direkt umziehen, jo. Jetzt habe ich noch gar nicht geguckt, was ich für normale Münzen holen kann. Aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt umziehen. Da werden wir noch die Gelegenheit haben. Die restlichen Münzen hebe ich mir auf, damit ich mir später noch das Outfit holen kann. Erstmal die Outfits, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Bevor ich mir den Rest hole. Yeah, sehr schön.
Jetzt sind wir auch passend gekleidet für dieses Abenteuer. So, was... Oh, nee, nee, nee. Das will ich nicht kaufen. Könnte ich natürlich, aber... Nö. Okay. Mechanikermütze. Gut, holen wir uns den Mond. Kaufen. Kurz Ladescreen. Shopping im Robohain. Sehr schön. Hast du irgendwas Wichtiges zu sagen? Kennst du dich schon mit Amiibo aus? Joa. Du kannst versuchen, rechts gedrückt zu halten und mit einem Amiibo den NFC-Kontaktpunkt zu berühren. Du wirst das nicht bereuen. Gut, danke. Mach ich aber noch nicht. Kommt später. Okay. Also, bevor wir weitergehen, würde ich sagen, machen wir noch eine andere Sache, die ich leider schon weiß. Ich weiß nicht, ob ich sonst darauf gekommen werde. Wir springen einfach mal hier runter. Scheint lebensmüde zu sein, aber wie ihr seht, verlieren wir keine Münzen. Sondern das Level geht hier noch weiter. Tatsächlich. Im Herzen des Waldes. Und hier ist ziemlich... Hier ist zumindest ziemlich frostig. Also es ist kalt. Sieht nicht nach Frost aus, aber es ist kalt. Okay, was ist das für eine Röhre? Kommen wir damit einfach wieder hoch, oder? Hey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Fühl mich diese Röhren hin. Was ist einfach nur abkürzen? Bin ich immer noch hier? Was zum Teufel? Ist eine Art Labyrinth? Okay. Das sind einfach nur Steine. Und irgendwas schnarcht hier, oder? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Es muss irgendwas zu bedeuten haben. Was passiert, wenn ich rechts reingehe? Dann bin ich wieder hier. Okay, das ist wirklich ein Labyrinth. Gut, das werden wir mal lösen, ne? Würde ich mal sagen. Dann wieder hier rein. So, Mitte war falsch. Und da wir links schon hatten, würde ich sagen, einfach mal rechts. Das war falsch. Okay, dann doch links. Da hat mich das Spiel gebaitet. Fies. Fies, Kumpel. Aber kriegen wir hin. Dauert nur ein bisschen länger. So, ist das letzte Röhre? Oh, nee. Das war nicht die letzte Röhre. Oh Gott, das sind aber viele. Moment, hier ist aber noch was. Na, kommst du her? Uah, eine Falle! It's a trap! Okay. Irgendwie wollte er nicht so richtig springen. Gut, egal. Was ist das denn? Ein Blatt? Sieht verdächtig aus, aber macht nichts. Es könnte natürlich die Mitte sein, aber das wäre zu einfach. Oder vielleicht will das Spiel, dass ich denke, das wäre zu einfach. Und das ist doch da. Das war schon mal falsch. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Oder kann ich einfach so dahin laufen? Oder tauchen die wirklich nur auf, wenn ich die Röhre benutze? Ich weiß natürlich nicht genau, wo diese Gebiete sind. Da war noch was am Leuchten. Hier sind noch Münzen. Okay, sind aber auch noch Münzen. Normale. Das sind komische Geräusche hier. Das sieht auch nicht komisch aus da oben. Ist aber nix. Oh, guck mal, da. Hier ist wieder was zu zerbashen. Sieh mal an, sieh mal an. Okay, Moment. Ich kletter erstmal hoch. Schauen, ob wir hier rüber was sehen. Nee, scheint sonst nichts zu sein. Gut, müssen wir zerbashen. Da ist eine Vogelscheuche. Ah, hier war die Stelle. Ja, okay, wir müssen wirklich die Rollen benutzen. Gut, ich benutze aber erstmal dich. Okay, wo ist das? Kumpel? Wow! Der läuft hier einfach rum. Der scheiß T-Rex mit einem Hut auf! Oh Gott. Der greift mich auch an. Oh shit! Ich dachte, die schlafen immer. Autsch. Oh Gott. Oh, Hilfe. Ah. So habe ich dich außer Gefecht gesetzt, Kumpel. Was tust du? Hallo? Lauf doch. Lauf doch, mein Kollege. Und bash alles um. Hier ist nix.
Nochmal da hinten hin. Okay, wir kümmern uns gleich um die Röhren. Na, das ist ein bisschen schwerfällig zu steuern, ne? Da ist auch nichts weiter. Okay, irgendwo muss es aber was geben. Oder? Ist noch zu zerbashen. Auch nichts Wichtiges drin. Scheint so. Jetzt können wir hier wieder hochkommen. Das ist, glaube ich, aber nicht der Ort, wo wir herkamen. Sieht nicht so aus. Okay, da ist scheinbar ein Mond versteckt. Würde ich doch mal schätzen. Sehr viele leuchtende Punkte. Ich glaube, hier sind wir reingekommen. Bin mir aber nicht sicher. Okay, doch, jetzt bin ich mir sicher, denn hier ist nicht die Röhre. Die war aber hier, oder? Die ist verschwunden. Kann das? Oder es sieht einfach nur genauso aus hier. Das kann natürlich auch sein. Wieder Gegner, verarsche. Okay. Moment, ich hole mir gleich den Mond, den wir da freigelegt haben. Ich gucke mir aber noch die anderen Sachen an. Okay, hier sind nur Gegner. So, da war das nämlich. Da müsste aber ein Mond versteckt sein. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, so ist es. Oh yeah. Der Fels im Herzen des Waldes. Sehr schön. Okay, erstmal hier weiter umschauen. Ah, sieh mal einen an. Dich kann ich ja übernehmen. Aha. Wieder sowas. Können wir mit dem noch weiter? Nee. Können wir nicht. Gut. Dann holen wir uns hier den Mond. Hier den Mond. Dankeschön. Yeah. Unter den Wurzeln des Waldbaums. Sehr schön. Oh, da läuft er wieder rum. Da stampft er wieder rum, der T-Rex. Ah, guck mal an. Hier kann man auch noch lang. Ein paar Münzen abgreifen. Das war's aber auch scheinbar. Na gut, na gut. So, ich würde sagen, dann... Die Röhre noch da? Nee, doch. Ob es da noch weiter runter geht? Ich weiß es nicht. Ah, Gott! Das war knapp! Typ. Aber alles gut. So. Das Rätsel wollen wir noch lösen. Ach stimmt, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ne? Ich habe die Plattform nicht gefunden. Muss ich noch machen? Egal, ich nehme jetzt einfach die goldene Mitte. Vielleicht verarscht mich das Spiel nur. Verdammt. Sieht wirklich wie der Ort aus, ne? Ja, doch. Hier ist auch dieses Ding, was ich noch gesehen habe. Ziehe am Hebel und erhalte einen Samen. Okay. Aha. Aber wozu ist der gut? Hier? Achso, damit komme ich wieder hoch. Ach so, ich brauche das sogar. So einfach wäre ich nicht hochteleportiert. Wie zum Beispiel in einem Zelda-Game. Okay, okay. Moment, ich schaue mich noch ganz kurz hier am Rand um. Wer bist du denn? Ich darf nur Abenteurer vorbeilassen. Das sind die Sicherheitsvorschriften. Ich bin ein Abenteurer. Ausgezeichnet. Du hast dich als echter Abenteurer qualifiziert. Hier entlang. Ja, wahrscheinlich brauche ich hier auch das Outfit. Ah ja, hier ist sogar eine Tür. Da war, glaube ich, ein Schloss dran. Habe ich gerade nicht gesehen, aber es scheint ganz so. Wenn er schon mein Outfit will. Und hier ist ein weiterer Mond für uns. Auf Schatzsuche. Wie mysteriös die Musik hier klingt. Beziehungsweise es ist keine Musik, aber so mysteriöse Klänge. Mit Wassertröpfeln und sowas. Sehr, sehr schön. So, hier ist noch jemand. Okay, die geben alle Samen, damit ich hier einfach zurückkommen. Gut, gut. Ist wahrscheinlich auch nichts. Ich glaube, den hatte ich sogar schon. Ja. Hier ist noch was, ein bisschen was zu zerbashen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, sonst habe ich alles zerstört mit T-Rex, oder? Ich denke mal, ich weiß nicht genau. Na gut. Zurück zum Labyrinth. Das müssen wir immer auch lösen. Und so viele
Wege gibt es ja nicht mehr. Ich wette, ich nehme den richtigen Weg wieder zuletzt. Wäre typisch. Oh, ups. Moment, das war auch links. Ich bin auch gerade links reingegangen, oder? Hä? War ich gerade komplett neben mir? Das war auch links, oder? Oder bin ich gerade in der Mitte? Hä? Bin ich doof? Es war auch links. Hä? Die Mitte... Ja, das war links. Wieso klappt das nicht mehr? Was zum Teufel ist hier los? Leute, was ist hier los? Das Spiel verarscht mich. Es war eindeutig links. Könnt ihr mir nicht erzählen. Ich weiß es hundertprozentig. Jetzt ist es rechts. Es war links, auf jeden Fall. Es hat sich verändert. Ich bin mir hundertprozentig sicher, was links war. Weil ich habe gesagt, okay, links hatten wir schon, also wird es vielleicht rechts sein. Und dann, nö, war es nicht. Es war doch wieder links. Da hat mich das Spiel gebaitet. Ich weiß noch genau. Aha, hier ist es richtig. Und jetzt war es rechts. Hä? Okay, seltsam. An den seltsamen Röhren vorbei. Ja, wirklich seltsam. Verändert einfach sein Muster. Da kann ja wohl nicht angehen. Ist auch noch was. Oder ist es einfach respawned? Oh Gott. Verdammt. Nein. Ich treffe ihn aber auch nicht, ne? Nein, nein, nein. Trottel. Na gut, ich bin nicht die einzige Trottel. Ich habe mich erstmal wieder 200 treffen lassen. Von dem. Das war auch nicht unbedingt das Schlauste. Aber hey. So, wo hat sie... Ne, ist alles respawned. Na gut. Aber egal, nichtsdestotrotz habe ich das trotzdem, glaube ich, noch nicht zerstört. Deswegen hole ich das nach. Aha. Da ist auch was. Ist ja auch ein Mond. So ist es. Oh yeah. Rauschen im Herzen des Waldes. Sehr schön. So schnell vom T-Rex entfernen. So, die Vogelscheuche müssen wir auch noch machen. Wo ist diese Plattform? Da. Irgendwie hatte ich ein Gefühl, dass es in der Richtung ist. Na komm, ja. Das war aber knapp. Schimmel. Nee, Schimmer im Herzen des Waldes. Schimmel, genau. Muss schon sagen, da kann mir auch was nicht stimmen. Gut. Dann wären wir soweit durch, würde ich fast schon sagen. Zumindest habe ich sonst nichts weiter entdeckt, wo ich noch gerne ausprobieren würde. Ja, noch ein paar Münzen. Ob man noch weiter runterspringen kann, ob das was bringt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ein Versuch ist es wert. Hier stammt der Kollege rum. Aber auf der Seite habe ich mich noch nicht so sehr umgesehen. Kollege, hau ab. Oh Gott, nein! Ist er runtergefallen? Trottel! Sollte aber vielleicht nicht so laut sein. Nicht, was er nicht hört. Dann zurückkommt. Das muss ja nicht sein. Ist hier was? Nö. Sah ein bisschen verdächtig aus. Hier ist was. Den Stein ist auch noch. Jo, alles klar. Warum denn noch nicht? Okay, hier sind noch ein paar Münzen. Oder kann ich hier hoch? Nee. Da stoße ich mir nur in den Kopf. Gut, hier haben wir den Rückweg aktiviert. Ah ne, da war es hier. Dann waren das doch zwei verschiedene Orte. Hier ist nämlich die Röhre. Auf der anderen Seite sieht es fast genauso aus, aber da ist keine Röhre. Ob das auch eine Bedeutung hat? Obwohl, nee, ich glaube, da war einfach der Mond. Nee, hier ist auch keine Röhre. Hä? Bin ich doch wieder hier? Verarscht mich das Spiel einfach nur?
Ne, hier ist wieder der Weg. Ich bin einfach nur an dem großen Baum vorbei. Ach so, ich dachte, hier wäre eine Wand oder so gewesen. Na dann wollen wir in die Röhre. Die habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Oh, drei Schatztruhen. Muss ich mir jetzt einen aussuchen, oder? Okay, warum war da ein Pfeil? Und die Hinweise? Okay, der Pfeil wird mir aber überall angezeigt. Vielleicht mal draufspringen. Oh, okay. Somit mache ich die auf. War das richtig? Scheint so. Ich denke zumindest, was eine bestimmte Reihenfolge brauchte. Ich hatte wohl Glück. Falle im Herzen des Waldes. Aha, seht ihr? Falle. Es wäre so irgendwas Böses passiert. Wenn ich eine falsche Reihenfolge ausgewählt hätte. Aber das war nicht der Fall. Okay, den großen Baum hier sehen wir uns mal näher an. Ob hier irgendwas versteckt ist. Könnte sehr gut sein. Aber ich sehe gerade nichts. Außer die Röhre. Okay. Na gut. Dann scheint da nichts weiter zu sein. So, habe ich jetzt alles hier? Oder wollte ich mir noch was ansehen? Da kommt wieder der T-Rex angestampft. Ja, ich glaube, das war's. Hier gucke ich noch mal kurz, aber ja, da sind nur die Gegner. Alles klar. Ich glaube, hier unten haben wir uns soweit gründlich umgesehen. Könnte natürlich sein, was an der einen oder anderen Stelle noch was versteckt ist, aber ich weiß nicht. Okay, jetzt will ich mal hier runterspringen. Es wird wahrscheinlich nichts bringen. Nee. Da wartet nur mein Tod. Na gut. Dann haben wir es zumindest mal ausprobiert. Und sie wissen jetzt Bescheid. So, wo habe ich schon aktiviert? Okay, ich kann da einfach noch eins aktivieren. Anstatt danach zu suchen, komme ich auch an verschiedenen Stellen wieder raus. Ich glaube fast nicht. Und lassen wir uns einfach hochtragen. Ob wir damit zu den Riesen kommen? Hoch über den Wolken? Ich glaube nicht. Nope. Komm einfach wieder hoch. Sehr schön. Ah, hier bin ich wieder. Stimmt, da wollte ich auch noch rüber. Aber Leute, ich würde sagen, genug rumgeschnüffelt. Ich beende hier erstmal den Part. Beim nächsten Mal schauen wir dann hier weiter. Wie komme ich eigentlich an die Stelle ran? Moment. Vielleicht kann ich da einfach so hinjumpen. Leider nicht ganz. Leider nicht ganz. Schade, schade. Okay, gut. Dann beende ich hier den Part. Beim nächsten Mal gehen wir weiter und versuchen hier hochzukraxeln. An dieser Wand da hinten. Ich hoffe, ich komme dann hier rüber. Da ist aber eine Wand. Und da war ich sogar schon. Autsch. Ich bin einfach hier in das Gift gelaufen. Und da war ich schon. Meines Erachtens nach. Genau, da wollte ich hier rüberspringen. Weil ich dachte, es sieht so aus, als könnte man sich da langhangeln, ne? Konnte ich aber nicht. Aber hat mir auch nichts gebracht. Denn da ist zu. Na, vielleicht muss ich doch von der Seite versuchen, da rüber zu kommen. Zu springen. Oder ich kann es irgendwie öffnen mit einem Schalter oder sowas. Müssen wir mal schauen. Aber gut, Leute. Ich wollte schon längst den Part beenden. Also, bis dahin. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.